Bei mir ist es so, dass ich fast täglich Qigong mache. Qigong stützt mich, schützt mich. Es zeigt mir meine Schwachstellen auf, die zu bearbeiten sind. Man spricht von diesen Schatten, die hier anzuschauen sind, um weiterzukommen. Man ist für sich da, wenn man übt, und durch dieses für sich da sein hast du überhaupt erst die Möglichkeit, dass du für andere da bist. Und nachher entsteht aus einem Gegeneinander nicht nur ein Nebeneinander, nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Und das war das, wo wir hinwollen. Das spielt eine sehr große Rolle, weil diese uralte Wissenschaft natürlich sehr, sehr viele Dimensionen in sich birgt. Also man kann diese Wissenschaft nicht eindimensional oder nach einem Jahr verstanden haben, sondern es birgt sehr viele Dimensionen. Und das ist natürlich ein lebenslanges, letztendlich Studium. In einem großen Saal, wo Ablehnung herrscht, zum Beispiel gegen ein neues Quartier oder gegen Fremde generell, dann hilft es einfach, Ruhe zu bewahren. Über die Bongauer Nachrichten bin ich dann habe ich gelesen, Qigong hilft bei Schlafproblemen. Das war so mein Einstieg. Die fernöstliche Pflege des Lebens, das Qigong, ist in den letzten Jahren auch in Österreich angekommen. Der Mediziner Gerhard Wenzel hatte sich zum Lebensinhalt gemacht, den Menschen Qigong näher zu bringen. Seine Biografie erklärt, wie und warum ein Kind aus der Wiener Leopoldstadt zum Qigong-Meister wurde. Der Vater ist in der Ukraine geblieben, also in der heutigen Ukraine, in Dnipropetrovsk ist er verstorben. Und er hat mich nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Meine Mutter hat eine winzige Rente gekriegt, zwei Kinder, und die Zeiten waren hart. Und dann war es auf einmal aus mit dem Essen, dann gab es nichts mehr hier in Wien. Aber es war insofern eine wunderbare Zeit, weil man gesehen hat, man kommt mit ganz, ganz wenig durch. Ich war als Kind sehr, sehr krank. Also ich habe als Kind, so mit 3 Jahren, die letzte Ölung bekommen, schon. Weil keiner gerechnet hat, dass ich das überlebe. Wie ich im Spital war und neben mir jeden Tag, jede Nacht Kinder gestorben sind, das war so eine Diphtherie-Isolationsstation, habe ich beschlossen, ich möchte leben. Stell dir das vor, mit 3 Jahren. Dieser ganz, ganz wirksame und intensive Entschluss zu leben. Wir haben viel Erdäpfel gegessen, wie der Papa und die Mama noch da waren. Hier ums Eck war die russische Kommandantur und mein Schulweg hat unmittelbar daran vorbeigeführt. Der Weg in die Volksschule. Und da war so viel Angst da, weil ja Furchtbares erzählt wurde, so dass man jeden Tag eine Heldentat gemacht hat, in die Schule zu gehen. Aber jetzt sind sie gestorben. Leider müssen wir ohne einer weiter tun. Meine Mutter hat mir eben dieses Gefühl gegeben, dass man nicht aufgibt. Und wenn alle Strick reißen,
hast nur einen Reservestrick irgendwo. Das war, glaube ich, die wichtigste Lektion, die sie mir geben konnte. Gell? Weil, vergiss nicht, dann hat ja eine furchtbar rebellische Jugend angefangen mit dem Gipfel in der Entwicklung 68, wobei das in Österreich ja ganz anders war als in Frankreich oder Deutschland. Aber dennoch war es nicht einfach für meine Mutter, sagen wir so. Sehe ich heute so. Es war auf der Wirtschaftsuniversität, Welthandel hat die damals geheißen, Professor Borodajkiewicz, der sehr intensiv antijüdische Propaganda gemacht hat. In den Vorlesungen. Nun kennen Sie meine Vorlesungen und Sie wissen, dass ich tatsächlich Persönlichkeiten der Geschichte, die aus dem Judentum stammen, als solche deklariere. Und ich werde das auch weiter tun, weil es meine Pflicht als Historiker ist. Ich habe niemals meine Mitgliedschaft bei der NSDAP verleugnet. Ich bin ja freiwillig beigetreten, zum Unterschied von manchen Zeitgenossen, die dann behaupten, sie sind gezwungen worden. Ich bin freiwillig beigetreten worden. Die linksorientierten Studenten Wiens und Innsbrucks haben eine Demonstration angemeldet anti-Borodajkiewicz. Und die ging vom Stephansplatz über die Kärntnerstraße bis hierher. Und hier, wo wir stehen, hat der Ring freiheitlicher Studenten eine Gegendemonstration veranstaltet. Und es wurden immer die Parolen schärfer und dann schon die Fäuste gedroht. Dann steigt der alte Mann im Hubertusmantel zwischen diese Fronten und sagt, Burm, hört's auf, ich war im KZ, ich möchte es nicht noch einmal erleben. Und einer von den freiheitlichen Studenten geht hin und stoßt ihn auf die Brust. Er fällt um auf den Gehsteig, auf die Gehsteigkante und der Schädel bricht. Ich sehe das noch vor mir, wie er nach hinten fällt und sich nicht mehr rührt. Also das war, ich war ziemlich weit vorn in der Demonstration. Und das hat uns junge Menschen doch sehr verändert. Und wir hatten keine Lust mehr, die 68er Revolution in Österreich in irgendeiner Form weiterzuführen. Das Begräbnis von Ernst Kirchweger wurde zur Manifestation des antifaschistischen Teils Österreichs. Mit dem Mord wurde das erste Mal Vergangenheitsbewältigung ein Thema. Ich bin ausgebildeter westlicher Arzt. Ich habe auch einiges in Anästhesie und Interne. Und dann war ich 30 Jahre Praktiker oder länger. Aber es waren die Patienten, die mich dazu gebracht haben, über die Grenze zu schauen. Weil sie haben nicht so reagiert, wie es im Lehrbuch gestanden ist. Weltweit hat die Schulmedizin 15%. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist nicht eine, das andere ist nicht eine Barfußmedizin. Oder weil kein Geld da ist. Nein, es ist ein anderer Zugang. Und diesen neuen Zugang wird sich die westliche Medizin nach und nach zum Teil aneignen müssen. Weil sie wird immer komplizierter, immer technischer, immer mehr materiebezogen. Und wenn man selber einmal krank war, weiß man, dass ganz andere Faktoren genauso eine große Rolle spielen als körperliche.
seelische, mentale Probleme, soziale Probleme. Und da wird sicher eine Erweiterung sein müssen, sonst ist eine Sackgasse erreicht. Die Behandlungen werden immer weniger bezahlbar von der Gesellschaft, vom Einzelnen sowieso nicht. Und das soll jetzt nicht die Fortschritte der Chirurgie oder der Orthopädie oder sowas klein machen. Nein, es geht mir nie um alternative Medizin, sondern immer um integrative Medizin. Und deswegen bin ich nach China gefahren, um TCM, traditionelle chinesische Medizin, wirklich kennenzulernen. Beispiel Blutdruck. Da kriegt man einen Blutdrucksenker, schon differenziert, je nach Ursache. Aber in China gibt es diesen Begriff Bluthochdruck, hoher Blutdruck, nicht wie bei uns, sondern da gibt es verschiedenste Störungen im Energiebereich, die dann dementsprechend behoben werden, soweit es möglich ist. Das hat mich sehr fasziniert, dass in diesem Land der Uniformität, Sie dürfen nicht vergessen, damals war ja fast noch Mao-Luk-Pflicht, die blauen Ameisen, dass dort die Individualität, das individuelle Verhalten in den Mittelpunkt gestellt wurde, das persönliche Leiden. Während bei uns es mehr eine Diagnose war und nicht der Mensch dahinter. Daher habe ich eine intensive Ausbildung in TCM gemacht. Für die Akupunktur geht es darum, ob du die Fähigkeit hast, über das Instrument Nadel Energie zu übertragen. Und in China wurde ja dann bestätigt, dass der Professor Gao in Peking gesagt hat, ohne Qigong darf man gar nicht Akupunktur machen. Und seine Studenten mussten alle Qigong machen, bevor sie Nadeln durften. Qigong in China ist immer anerkannt gewesen, verboten. Anerkannt, verboten. Wobei die Phasen des Verbots viel, viel länger waren. Die Kulturrevolution wollte mit alten Traditionen Schluss machen und hinterließ ein spirituelles Vakuum, welches Qigong zu füllen vermochte. So wurde Qigong zur Massenbewegung. Die Machthaber fühlten sich durch die oft mit dem Qigong einhergehende Selbstermächtigung bedroht und verboten es. Macht ist an und für sich gar nichts Schlimmes. Macht kommt von mögen und machen. Was ich verurteile, ist der Missbrauch der Macht. Dass du deine Macht nicht als Kraft für andere verwendest, sondern als Macht, dich selbst durchzusetzen oder dich ins Rampenlicht zu bringen. Oder in Scheinwerferlicht. Ja? Das ist absolut nicht Qigong-gemäß. Auch wenn Qigong dabei hilft, das zu erreichen. Qigong ist ein Werkzeug. Und du kannst mit einem Hammer einen Nagel einschlagen oder einen Schädel. Der Hammer selbst ist nicht schuld. Und das ist Qigong. Des Qigong sind ein körperbezogenes Qigong und nur die sogenannte südliche Schule hat auch die spirituelle Komponente. Und der Lehrer meines Lehrers hat 30 Jahre im Huangshan, im Gelben Gebirge, in irgendeiner Höhle gewohnt, um zu Spiritualität zu kommen. Und mein Lehrer, Professor Zong, war in China wegen Qigong eingesperrt. Und er hat nur gebeten um eine Einzelzelle, weil da konnte er gescheit üben. Hat er 6 Wochen Zeit gehabt, täglich Stunden über Stunden zu üben. Qigong erzieht den Menschen zur Selbstständigkeit. Die Lehrer, die großen Lehrer, schicken die Leute, sobald sie einen bestimmten Level erreicht haben, schicken sie es weg und sagen, jetzt gehst du allein.
keine Abhängigkeit. Die bewegten Übungen schaffen den Zugang. Aber das Wesentliche ist das Sitzen. Also wir haben da aus Indien und Pakistan haben wir Mönche, also buddhistische Mönche, eingeflogen hierher nach Tübingen, die über ihr Leben lang, ältere Herren waren das meistens, die ihr Leben lang regelmäßig meditiert haben, 10 Meditationen gemacht haben, also eine spezielle buddhistische Art der Meditation. Und die haben wir dann in dem Gerät, also in dem Kernspintomogramm, wo man die Hirndurchblutung messen kann, die haben dort versucht zu meditieren. Das können die auch. Die können in sitzender oder liegender Position, da muss man ja liegen in dem Gerät. Und während sie meditiert haben, haben sie uns Anzeigen mit dem Finger, haben sie gezeigt, wenn sie den Zustand, ihren Idealzustand, dafür gibt es einen indischen Namen, wenn sie diesen idealen Zustand erreicht haben. Und wir haben dann geschaut, was passiert in der Zeit, in der sie sagen, jetzt habe ich den Zustand erreicht und davor. Und dann sieht man eben, dass im Gehirn die Verbindungen zwischen den vorderen Hirnteilen, die also mit zu tun haben mit Willen, mit Entscheidungen, mit nach vorausgehen, nach Suchen, also all das, was wir willentlich machen, dass die Verbindungen zwischen diesen Teilen des Gehirns und denen, die da hinten liegen, die mehr mit der Wahrnehmung zu tun haben, mit Sehen, Hören, die Landschaft wahrnehmen, die Musik wahrnehmen, die Akustik wahrnehmen, dass diese Verbindungen, die normal in unserem Zustand normal eng miteinander zusammenarbeiten, dass die sich plötzlich separieren, dass also wir sagen, das ist eine Diskonnektion, das heißt, es ist so, als hätte man das Hirn hier an dieser Stelle in die Hälfte geschnitten. Und die beiden Teile verbinden sich nicht mehr. Und dann sagen, und das hängt eng mit dem zusammen, was diese Mönche dann sagen, wenn man sie dann befragt, also, was war denn in diesem Zustand genau? Dann sagen die eben, dass in diesem Zustand die Wahrnehmung, das Sehen, das Hören, extrem intensiv wird, aber nicht störend, sehr intensiv wird, das nennen die absolute Wahrnehmung. Dann sehen die Bilder und Dinge, die sie im Normalzustand nicht sehen. Und gleichzeitig, und das macht ja Sinn, und gleichzeitig das Bedürfnis, irgendwas zu tun, irgendwas zu ändern, also eine Willenshandlung zu machen, dieses Bedürfnis verschwindet. Und das nennen die eben diesen einen Zustand der völligen Offenheit. So, und das haben wir untersucht, um zu sehen, ob das ähnlich ist wie bei unseren Patienten, die eben vollständig gelähmt sind, die auch in einem Zustand sind, in dem sie ja nichts mehr wollen können, weil das, was sie wollen, können sie nicht mehr erreichen. Es sei dieser Meditationszustand, bei dem der Wille abgeschaltet wird, der auch bei den Locked-In, den vollständig gelähmten Patienten, bewirke, dass sie per Hirnsignal ihr Leben positiv bewerten. Professor Bierbaumer, einem der weltweit führenden Hirnforscher, ist es gelungen, die Locked-In-Patienten aus ihrer Isolation zu holen. Deine Antwort wurde als Ja erkannt. Gibst du mir deinen Segen für Marius und meine Hochzeit? Deine Antwort wurde als Nein erkannt. Meditation hat einen deutlich positiven Effekt auf den Blutdruck. Das ist nachgewiesen. Also Leute, die regelmäßig meditieren, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie jeden Bluthochdruck kriegen. Und dann damit die damit verbundenen Herzerkrankungen, wie Schlaganfall, Hirninfarkte und so weiter. Insofern wirkt natürlich diese Entspannung auf das Gehirn und das Gehirn erzeugt dann weniger Herz-Kreislauf-Probleme in der Peripherie des Körpers. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Die Meditation ist sicher ein ganz ein wichtiger Aspekt auch in der Medizin. Während sie noch vor Jahrzehnten verlacht wurde, weiß man heute, dass sie eine Heilkraft hat. Und man weiß auch relativ genau, wie diese Heilkraft anatomisch abläuft. Da ist zum Beispiel der Nervus vagus, dieser vagabundierende Hirnnerv, der vom Gehirn die einzelnen Organe durchfließt, dort Botschaften vom Gehirn deponiert und umgekehrt über den afferenten Weg auch von der Peripherie, also von unseren Organen im Körper, dem Gehirn Informationen liefert. Und in diesem Kreislauf kann Meditation sehr wohl wirken. Sie wirkt dann vom Gehirn über den Nervus vagus auf die einzelnen Organe und kann dort etwas bewegen. Man weiß ja auch, dass Gebete heilen können, nicht? Da gab es eine sehr schöne Arbeit vor kurzem in einem amerikanischen Journal, die zeigte, dass Menschen, die gebetet haben, weniger häufig dann ein zweites oder drittes Mal Herzinfarkt bekommen, wenn sie schon einen hatten. Wobei natürlich die zentrale Frage damals in der Diskussion war, waren sie deswegen geschützter, weil sie gebetet haben oder weil für sie gebetet wurde? Und natürlich war Ersteres richtig, weil sie gebetet haben und sich damit in einer transzendentalen Meditation hineinbegeben haben, beruhigter waren, und das hat sicher der Gesundheit gut getan. Esoterik ist für mich fast schon ein Reizwort, weil es derartig missbraucht wird. Spiritualität ist etwas außerordentlich Wichtiges. Denk an den Dalai Lama, der gesagt hat, wir brauchen keine Religion mehr, sondern spirituelle Ethik. Die Heilkraft der Mönche, in welcher Religion auch immer, Christentum, Buddhismus, diese Heilkraft der Mönche hat sehr viel schon bewegt und kann viel. Und die Medizin beginnt es jetzt erst langsam auch physiologisch zu begreifen. Professor Johannes Huber, oft als Hormonpapst betitelt, hat wissenschaftliche Studien aus aller Welt zusammengetragen und erklärt in seinen Publikationen, dass die Wissenschaft immer öfter an ihre Grenzen stößt. Die Vernünftigkeit von transzendentalen Gütern, die wollte ich in Analogie hier präsentieren, denn vieles, was wir heute von der spekulativen Physik des 20. Jahrhunderts wissen, vieles können wir uns nicht mit unserem Verständnis und mit unserem Gehirn vorstellen. Es ist aber trotzdem, es existiert. Es existiert die Lichtgeschwindigkeit, bei der es keine Zeit gibt. Wie wollen wir uns das vorstellen? Das übersteigt unseren Erkenntnishorizont. Und Wolf Singer, einer der bekanntesten Neurophysiologen, war der Meinung, dass unserem Gehirn, und das sagt der Neurophysiologe, sich nur ein ganz kleines Segment der Wirklichkeit erschließt. Vieles bleibt uns verborgen, weil die Funktion des Gehirns eigentlich nicht ausreicht. Das alles ist natürlich kein Gottesbeweis. Allerdings, es macht es intellektuell redlich, wenn jemand in seiner persönlichen, weltanschaulichen Sinnstiftung dann sagt, ich glaube auch an etwas, was man nicht beweisen kann, was jenseits unseres Erkenntnishorizontes ist. Und unter dem Aspekt der spekulativen Physik, die das auch natürlich nicht beweisen kann, erscheint mir das als vernünftig. Zurückgekehrt aus China wollte Dr. Gerhard Wenzel sein erlangtes Wissen an Interessierte weitergeben. In Goldegg in Salzburg haben er und Norbert Herwig nun schon um die 1000 Qigong-Lehrer ausgebildet. Die Ausbildung dauert 4 Jahre. Gelehrt werden Theorie und Praxis. Die angehenden Qigong-Lehrer begeben sich auf einen Ausbildungsweg, der mit der Abschlussprüfung sozusagen erst beginnt. Jetzt wollen wir aber näher. Neben dem Übungszyklus, dem Bafang Huanggong, der achtfachen Rückkehr, ist auch die Lehre rund um die 5 Elemente ein Schwerpunkt. Die Elemente sind sehr wichtig, weil es gibt auch bei der Akupunktur Elementpunkte. Ja, wenn man jetzt merkt, da ist einer sehr stark im Holz, ja, der ist aggressiv, wütend, tobt und schreit und blärt sofort, ja, dann ist er im übermäßigen Yang-Zustand im Holz, also ein zu viel Holz.
vereinfacht ausgedrückt. Und da muss er etwas reduziert werden in diesem Übermäßigen, aber nicht, dass man das jetzt wegschafft, sondern man muss es umleiten dahin, wo was fehlt. Was eine grundlegende, wichtige Übung, die für fast alles gut ist, ist das Shishi-Ho, das Gehen. Und zwar das Nieren-Chi-stärkende Gehen. Da gibt es natürlich auch noch das Leber-Chi-stärkende Gehen und das Herz-Chi-stärkende Gehen und Lunge und so weiter. Ja? Deswegen ist das so eine Möglichkeit, um zu viel abzuleiten, nach unten in die Füße zu bringen, ja? Und das Erd-Chi besser verwerten zu können. Wenn man auf einer Bühne steht mit 500 oder mehr Zusehern, mit einem hohen Aggressionspotenzial in einem großen Saal, wo Ablehnung herrscht, zum Beispiel gegen ein neues Quartier oder gegen Fremde generell, dann hilft es einfach, Ruhe zu bewahren, in meiner Mitte zu bleiben, nicht in die Aggression zu gehen, sachlich auch zu bleiben und einfach da eine gewisse Ruhe auch auszustrahlen und sich da nicht von diesen negativen Gefühlen und diesen negativen Emotionen mitreißen zu lassen. Ja, das ist aber ein menschliches Grundverhalten, nicht primär die Schuld bei sich selbst zu suchen, sondern den berühmten Feind. Und Feind ist alles, was gegen meine Interessen ist. Feind ist alles, was gegen meine Absichten ist. Feind ist alles, was gegen mein Wollen ist. Und Erziehung zu Toleranz oder gar zu Einsicht in sich selbst ist kein Teil unserer Bildung. Wird nicht unterrichtet, weder im Elternhaus noch in der Schule. Wenn ich die Sonne kriegen tät, ich möchte sie holen. Und wenn für dies, hätte ich schon das Neue gestohlen. Viel schöner wäre es, über diese Hilfsbereitschaft der Menschen zu berichten, mit der niemand in dem Ausmaß gerechnet hat, weil wir nicht gewohnt waren, dass Menschen anderen Menschen helfen. Und unsere Hypothese ist, dass wir, der Homo sapiens, nicht das Endprodukt der Evolution ist, sondern wir sind ein Durchgangsstadium. Und so wie es scheint, kündigt sich möglicherweise ein neuer Homo sapiens an, über den man natürlich nur spekulieren kann, wobei angesichts der Weltpolitik und dessen, was sich tatsächlich täglich ereignet, man vielleicht im ersten Moment pessimistisch ist. Auf der anderen Seite gibt es aber doch Hinweise, dass vielleicht der neue Mensch humaner nicht ökonomisch so orientiert ist wie der jetzige und dass sich hier etwas sehr Positives ereignet. Auch das wäre möglich und das hoffe ich zumindest. Durch die Beschäftigung mit der TCM und vor allem mit dem Menschen ist es mir gelungen, eine Fähigkeit zur Fertigkeit werden zu lassen, dass ich Daten, nennen wir es Daten, Informationsfluss vom Patienten aufnehme, die jetzt nicht mit Apparatur aufgenommen werden können, sondern nur in dieser Beziehung Mensch zu Mensch. Das ist eine der ganz wesentlichen Dinge in meinem Leben, in meiner bisherigen Arbeit, dass man sich selbst gleichsam in den Hintergrund stellt und das Leiden, die Störung des Patienten in den Mittelpunkt. Und gar nicht so sehr eine westliche Diagnose anstrebt, weil da gibt es viel bessere und gute Ärzte, die das machen, sondern ich blicke gleichsam dahinter oder in den Menschen, wenn man das so formulieren will.
Und über die letzten 20 Jahre ist es immer intensiver und besser worden. Um das vielleicht zu illustrieren, erzähle ich einen Extremfall, wenn Sie einverstanden sind. Ich habe ja immer meine Ordinationskartei auf dem Behandlungstisch liegen gehabt und wusste immer, wer als nächster aufzurufen ist. Das ist so üblicher Ablauf. Und zu mir kommt eine ältere Frau rein, setzt sie nieder und ich sage: Guten Morgen, Frau Bortenkirchner. Und die erschrickt völlig, weil sie nicht Bortenkirchner heißt. Und ich mir dachte, aha, seltsam. Ah, auf der Kartei steht Höllriegel. Aha, wie komme ich auf Bortenkirchner? In dem Moment sagt sie, es ist unglaublich. Sie ist ein angenommenes Kind und hat heute in der Früh, bevor es zu mir gefahren ist, von der praktisch sterbenden Ziehmutter erfahren, dass sie eigentlich eine Bortenkirchner ist. Verstehen Sie, was da passiert? Ich weiß es nicht. Dieses gemeinsame Feld wird sehr intensiv und die Informationen sind abrufbar. Daraufhin habe ich mich natürlich sehr intensiv mit Quantenphysik beschäftigt und mit all dem modernen physikalischen Erfahrungen, die die Menschheit gemacht hat, soweit sie mir zugänglich sind. Und verstehe immer mehr, dass es so etwas wie ein gemeinsames Feld gibt, in dem die Informationen da sind und wenn man die Fähigkeit, die vielleicht angeboren ist, das weiß ich nicht, aber zu einer Fertigkeit entwickelt, dann kann man aus diesem Feld jede Information schöpfen. Nachdem ich aber auch Arzt bin im westlichen Sinn, ist es dann wichtig, dass man solche Erfahrungen untermauert durch, sagen wir, Blutbefunde, Röntgen und was es alles gibt. Gell? Also du investierst dreimal so viel, wie rauskommt im Gastgewerbe. 2007 bin ich dann erkrankt, habe ich Schilddrüsenkrebs gekriegt. Und dann bin ich im Spital gelegen. Das war eben einfach die Überforderung. Du hast ja oft 7-Tage-Woche, die kleinen Kinder, das musst du alles irgendwie im Gastgewerbe nebenbei schaffen. Ich habe ja im Spital gedacht, das ist ein Versehen, dass ich da was Schlimmeres habe und dass ich da in die chirurgische Abteilung muss. Ich denke, das ist jetzt lustig und wird sich gleich aufklären. Aber dann hat sich das total eben nicht in meine Richtung entwickelt, wo ich gedacht habe, sondern es war dann wirklich, war der Hut am Brennen. Und wenn du operiert wirst und dann auf einmal so eine Diagnose kriegst, dann bist du so geschockt und dann bist du einfach einmal am Punkt Null. Du musst einfach schauen, wo stehst du, wo willst du hin und so weiter. Und da hat mir Qigong total geholfen, weil ich ja meinen Weg neu einschlagen habe müssen. Gell? Weil ich gewusst habe, wenn ich so weiter tue, dann kommt ja da jetzt eine andere negative Stufe in der Gesundheit. Und das wollte ich natürlich nicht, weil meine Kinder noch so klar waren. Und ich wollte natürlich auch leben, ist auch klar. Und ja. Und dann habe ich, es ist im Gastgewerbe so schwer, dass du einfach in der Routine für dich selbst Termine dir außer glaubst, dass die dir gehören, dass das nur für dich tust. Und das habe ich da gelernt. Und das mache ich jetzt schon 9 Jahre. Und mit der Krankheit ist nichts mehr gekommen. Jetzt nächstes Jahr habe ich so die Enduntersuchung für die Statistik nach 10 Jahren. Und es schaut gut aus. Das ist ganz was Praktisches. Ja, wenn ich aufgeregt bin, denke ich an meine Übungen, stimme ich vielleicht einmal kurz hin, mache ich Ursprung des Lichts und das taugt mir einfach. Ich bin ein bodenständiger Mensch. Also, wie soll ich sagen, Esoterik, ich glaube, es braucht viele Dinge im Leben. Aber ich sehe im Qigong sowas Natürliches und Praktisches. Sonst mache ich das wahrscheinlich gar nicht. Das ist so erfreulich, vor allem wenn Zweifler kommen, wo sagen, ja, aber ich glaube an das nicht, dann sage ich, du musst an das überhaupt nicht glauben. Und mir sind die Zweifler sehr, sehr angenehm, habe ich gesagt, weil wenn ein Zweifler ein Erlebnis hat, dass er wieder in Rhythmus kommt, in seine Schwingung kommt, dann ist das der größte Werbeträger. Das ist immer sehr erfreulich.
Ich kenne es auch bei Schülern, bei Qigong-Schülern von mir, die zum Beispiel ein schweres Burnout bewältigen müssen, bis hin unter Umständen zum monatelangen Krankenstand. Und wo ich miterlebt habe, dass die nachher auch zum Beispiel einen Weg zu Qigong gefunden haben und Qigong sie unterstützt hat, wieder aus dieser ganz, ganz schweren, tiefen Krise auszufinden und wieder einen Weg einzufinden ins Leben. Im Alltag sich öffnen, aufhören, nur negative Gedanken, aufhören, die sogenannten Kapitalsünden ständig zu haben, Neid, Gier, Eifersucht und was es da alles gibt. Erich Fromm hat es genannt, die todeszentrierten Kräfte vermeiden, nicht mehr leben. Das ist Spiritualität. Dazu hilft manchmal die Religion, wahrscheinlich jede, aber dazu braucht man nicht unbedingt Religion. Die Übungen in Spiritualität dienen dazu, sich selbst zu erkennen, sich selbst ehrlich wahrzunehmen und damit allen anderen Geschöpfen, nicht nur Menschen, die Chance geben, dass sie selbst auch sein dürfen, was sie sind. Ich arbeite mit HIV-positiven Menschen, die zu mir zum Qigong kommen. Und das hilft einerseits für ihre Beweglichkeit, aber andererseits auch für die seelische Ausgeglichenheit und dass man eine Freude am Leben hat. Wenn jemand zum Beispiel 20 Jahre HIV-positiv ist, jahrzehntelang Medikamente nehmen muss, das ist eine schwierige Situation. Und Qigong schenkt da auch ein Stück weit Lebensfreude an. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles für die Leute. In China wird seit Jahrtausenden überliefert, dass die Körperseele ihre Verbindung zum allumfassenden kosmischen Qi, der Geistseele, wecken muss. Wenn es jemand schlecht geht, dann ist er in schwerer Diskrepanz zwischen seinen Seelen. Zwischen der Hun-Seele, der Geistseele und der Körperseele Po. Und da gibt es im Qigong den wunderbaren dreifachen Weg. Dieser dreifache Weg ist geben, vergeben und danken. Nichts anderes braucht man. Geben, vergeben, danken. Es geht mehr von Herz zu Herz. Ich muss nicht, wenn ich was für Wissen nachdenken. Es geht so eigentlich einfacher. Es ist so klar da, das, was ich nachher tue. Ein Tier ist wohl anders. Aber ich möchte es nicht werten, ich möchte nicht sagen, ein Tier ist deshalb schlechter als ein Mensch oder niedriger. Und deshalb versuche ich auch immer, mein Pferd als Partner zu sehen und auch immer aufs Pferd einzugehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das auch immer ein Nehmen und ein Geben auch ist. Ja, ich kann das nur jedem empfehlen, der große Verantwortung hat, weil Qigong natürlich ein Weg ist, erstens mit sich selber besser zurechtzukommen, mit seinen Energien besser haushalten zu können, Belastungen auszuhalten und natürlich mit einer, sage ich mal, positiven Energie und mit gefüllten Batterien sozusagen, hat man ja auch eine Ausstrahlung und man wirkt ja auch hinein in einen Betrieb, man wirkt in sein Umfeld hinein und das sind schon wesentliche Qualitäten, die man verbessern kann mit Qigong. Als Sportler will man erfolgreich sein und da muss man sich durchsetzen und sein Ego durchsetzen und man ist sehr konsequent, sehr zielstrebig, um Leistungen zu erbringen und abzurufen. Und jetzt ist man eigentlich am Weg, dass ich sage, okay, ich mache das für mich, für mehr Lebensqualität, dass man sogar man ändert seine Sichtweise, seine Einstellung und ich glaube, so wie ich jetzt verstehe, für mich ist ein Herzensweg und ein Weg zu sich selbst und das Schritt für Schritt und den haben wir begonnen vor 3 Jahren und den gehe ich jetzt.
Auch der erfolgreichste Sportler der österreichischen Olympiageschichte, Felix Gottwald, schwört auf Qigong. Weil da hat sich wirklich viel getan, weil ich kann mich erinnern, 1995, wir haben uns einfach freiwillig versteckt beim Üben, weil wir nicht unbedingt als wahnsinnig erklärt werden wollten. Und in Japan beispielsweise war das damals schon gang und gäbe, da haben die Leute in die Parks geübt. Jetzt, wenn du in Wien in der Früh laufen gehst, schickst du die Leute auch im Park Übungen machen. Es hat sich viel verändert, weil die Leute draufgekommen sind, es braucht wahrscheinlich einmal am Tag so eine Instanz, wo du dich mit dir selber beschäftigst. Und Qigong ist halt da eine wunderbare Möglichkeit, dass du das, was es zum Regulieren gibt, regulierst. Die Lichter wie ein Segen niedergehen und als Kristalle in den Zwischenräumen. Ich glaube, dass mittlerweile diese asiatische Methode bei uns, sag ich mal, in Europa noch viel zeitgemäßer ist wie im asiatischen Raum. Also ich glaube, unser Leben ist so schnell und so laut geworden, wenn man da nicht einen Ausgleich schafft, wenn man nicht auch, es ist ja auch eine Möglichkeit, wo du mit dir in Kontakt kommst über die Stille, dann geht es irgendwann nicht gut aus. Und die Lösung sind keine Beruhigungsmittel, weil die machen uns nicht stiller, die machen uns nur dumpf und taub. Und mit Qigong kannst du die auf eine Art und Weise regulieren, wo du eigenverantwortlich die mit dir selber beschäftigen musst. Für mich war Qigong einfach ein wunderbarer Einstieg in die Materie, was man nicht sehen und angreifen kann. Du magst es greifen, du begreifst es nicht. Was du auch siehst, ist nur gefrorenes Licht. Man ist für sich da, wenn man übt. Und durch dieses für sich da sein, hast du überhaupt erst die Möglichkeit, dass du auch für andere da bist. Und nachher entsteht aus einem Gegeneinander nicht nur ein Nebeneinander, nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Und das war das, wo wir hinwollen. Und halt üben. Nicht verhirrt sich ein Leben lang, aber zumindest heute. Mit der Idee, dass morgen eher wieder heute ist. Dann bleibt es ein bisschen überschaubarer. Der Werner war wirklich also die pure Inspiration. Viele Sportler sind zu ihm hingekommen und haben sich quasi so passiv behandeln lassen. Und ich wusste, immer werde ich nicht da sein, der Werner. Wir sind viel unterwegs. Also schau, dass du einen Weg findest, dass du selber üben kannst. Ja, mein Vater war eben der Werner Tautermann. Und das war halt sozusagen neben dem oder mit dem Gerd zusammen ein Qigong-Pionier sozusagen, der halt Qigong über die Schiene vom Sport auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Georg Turnwalser-Siener ist Graf. In erster Linie ist er jedoch Architekt, der sich um das Schloss Rastenberg im Waldviertel kümmert. Gemeinsam mit Dr. Gerhard Wenzel will er bewirken, dass für die Menschen ein neues Miteinander denkbar wird. Also wir sind draufgekommen, dass diese Burg die Qualität eines sogenannten Drachenkopfes hat. Und zwar der Kopf des Drachen ist die Hauptenergie. Das ist also chinesisches Wissen. Und diese Burg liegt hier auf einem, das kann man so sehen, auf einem Sporn, also einem Granitsporn. Georg Turnwalser-Siener hat mit einem Seminarhaus, genannt die Lichtung, einen weiteren Ort geschaffen, an dem Gerhard Wenzel Qigong unterrichtet. Ja, inzwischen bewundere ich ihn natürlich, dass er, wo ich jetzt eigentlich wenig tue, also mich mehr oder weniger zurückgezogen habe, dass er weiterhin diese Kurse abhält. Und er hat ja große Schicksalsschläge hinter sich mit drei oder vier Todesfällen in kürzester Zeit. Direkt in der Familie.
Und trotzdem hält er dran. Altes Denken, das ist Krieg, das ist Wettbewerb, das ist Neid, das ist Hass, das gehört überwunden. Und das geht nur, wenn ich anders anfange zu denken und aus diesem alten Denkschema aussteige. Dieses Denkschema ist natürlich Jahrtausende alt. Die Menschen haben sich immer gegenseitig umgebracht. Das heißt, es muss ein neues Bewusstsein von Solidarität her. Und das heißt, ich muss die Dinge anders empfinden. Ich muss sie anders wahrnehmen. Ja? Und das wäre dieser Bewusstseinswandel, den wir anstreben. Wenn aber jetzt ein höheres Bewusstsein da ist, eine höhere Frequenz, eine höhere Schwingung, ja, dann komme ich in andere Dimensionen des Denkens hinein. Und plötzlich, und das wird passieren vielleicht in 20, 30 Jahren, dass man dann zurückdenkt und sich sagt, wie gibt es das, dass Europa und die Welt eine derart barbarische Kultur hatten, eine total inhumane Kultur? Ich habe vielen meinen Tumorpatienten helfen können, weil zu mir sind sie meistens erst gekommen, wenn die Schulmedizin gesagt hat, wir können leider nichts mehr tun. Dann sind sie zu mir gekommen und dann hätte ich noch Wunder wirken sollen. Manchmal ist es sogar gelungen. Aber ich habe diesen Patienten immer gesagt, ich habe Fragen gestellt. Warum willst du eigentlich leben? Die Antworten waren erschütternd. Meine Mau kann nicht kochen. Die Kinder sind noch so klar. Sag ich, hallo, das ist kein Grund zu leben. Da sagt er, deine Entität, Körper, Seele, Geist, das ist uns zu wenig. Find einen Sinn in deiner Existenz. Die Zusammensetzung der Leute hat sich wirklich im Laufe der Jahre sehr geändert, weil am Anfang, da waren fast nur Kranke, erkrankte Menschen beim Qigong. Im Laufe der Zeit haben die Leute auch eine gewisse Sehnsucht entwickelt, nach einer Möglichkeit, für sich etwas zu tun. Es sind immer mehr junge Leute dazugekommen, immer mehr noch auch gesunde Leute, die sich einfach interessiert haben für diese Methode. Qigong ist auch, wenn ich einfach einmal die Hände auf meine Mitte lege und auf den Bauch lege, einen Schritt zurückgehe, einatme, mich besinne und dann erst die Antwort gebe. Auch wenn man manchmal sehr gereizt ist oder konfrontiert mit Menschen, die wo so ein normal die Energie nehmen oder einen ein bisschen ärgern. Ja. Also eben da, dann, wo ich die Skihütten habe, das ist einfach ein nettes kleines Dorf, wo sehr viele bodenständige Leute sind. Und ich glaube, die haben die Erdung einfach von Haus aus. Und ich muss halt ein bisschen mehr dafür da, weil ich bin schon gern ab und zu ein bisschen woanders da unterwegs. Mein Leben hat sich wirklich verändert. Es ist viel bunter geworden, ja, und fröhlicher, lebendiger einfach. Weil ich mich jetzt wieder spüre. Ja. Es macht so eine Freude, ja, zu geben. Eigentlich ist aus diesem Geben entsteht dann wirklich die Kraft im Alltag. Es ist nicht sicher, es ist auf keinen Fall gewiss
ob nicht dieser Spätkapitalismus mit seiner unmäßigen Gier, mit seinem Machtanspruch und mit seinem immer noch mehr nicht den Bogen überspannt, sodass sich das andere nicht mehr durchsetzen kann. Wir haben uns abgewendet von unserer Seele und haben den Mammon dafür an erste Stelle gesetzt. Macht, Mammon, höher, schneller, weiter. Das haben schon vor 100 Jahren oder vor 70 Jahren die großen Ökonomen unserer Gesellschaft darauf hingewiesen, dass es eine Zeit geben wird, das sagen die Ökonomen, wo ökonomische Interessen nicht im Vordergrund mehr stehen, sondern wo sich die Menschen auf ganz spezielle, sinnstiftende Inhalte, wie zum Beispiel die Gleichheit der Menschen, das altruistische Helfen der anderen konzentrieren werden. Dass Schumpeter zum Beispiel oder Keynes sind dieser Meinung gewesen. Und sie meinten damals, das war vor 70 Jahren, das wird in 100 Jahren in etwa eintreffen. Dann so lange, so meinten sie, müssten die Menschen noch mit niedrigen Motiven den Göttern wie Geiz, Neid und so weiter ihren Tribut leisten. Aber dann wird eine andere Zeit kommen. Und das sagen Nationalökonomen, nicht? Das wäre jetzt in 30 Jahren. Diese Themen, die wir da heute haben, mit diesem in der Welt leben und dieses Konsum und diese Begehrlichkeiten befriedigen, dieses Thema, das hat es schon vor tausenden Jahren gegeben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass man da irgendwann einmal sagt, es ist genug. Und dass ich dann beginne, wieder zurückzukommen in ein bisschen in diese Einfachheit, dass es mir genügt, gewöhnlich zu sein. Und in diesem Gewöhnlichen entsteht auch wieder sehr viel Positives. Ich habe auch schon welche gehabt, die sind 20 Jahre mit Migräne, haben die zum Turnen. Und dann fange ich an mit warmen Steinen die Atmung nach unten und dass ich einfach sage, wie ist es mit der Atmung und auch zu Hause dann Übungen mache und auf einmal geht es denen viel besser, ohne viel Medikamente. Das ist ganz eine tolle Geschichte. Gell? Kann man natürlich nicht so viel Geld damit verdienen, ist schon fast ein bisschen geschäftsschädigend, wenn jetzt die Leute noch zwei, drei Monaten sind, schon so viel besser geht. Aber ich sage es trotzdem. Die traditionelle chinesische Medizin baut auf 5 Säulen auf. Gell? Und diese 5 Säulen sind Kräuterkunde, sind diese Akupunktur oder Akupressur, das ist die Ernährung, das ist eben auch zum Beispiel das Qigong. Und wenn man jetzt die Chinesen sagen, wenn jetzt diese Sachen nicht mehr reichen, dann geht man zum Therapeuten. Aber das Ziel ist, dass man sich selber präventiv sozusagen über Wasser halt. Wenn man das Ganze sieht, die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, ayurvedisch und die traditionelle europäische, im Gesamten ergibt es einen Kreis und man kann sich überall was rausholen und jeder soll sich von jeder Kultur das rausnehmen, was ihm gut tut. Und so ist es auch in meiner Küche. Natürlich nehme ich die Produkte, die bei uns wachsen. Noch was Besseres gab es ja gar nicht. Aber manche Dinge, so wie der Ingwer oder Kurkuma oder Koriander, was bei uns nicht so wächst, die hole ich mir, weil die dann uns gut. Und ich glaube, da darf man ohne weiteres ein bisschen über den Tellerrand schauen. Also bei mir ist es so, dass ich fast täglich Qigong mache in der Früh. Und zwar gehe ich außer von meinem Schlafzimmer auf die Wiesen, ich habe da eine Wiesen vor mir und mache meine Übungen. Ich mache nicht mehr wie 7 Übungen, aber die halt jeden Tag und das gibt mir unglaublich viel Kraft und Energie und es erdet mich. Und wenn ich mal gar keine Zeit habe und ich vergiss drauf, dann weiß ich,
an diesem Tag, dass ich einfach nicht so im Balance bin. Als ich Kind war, haben wir Frühstück Reissuppe, Mittag Reis und Abend Reissuppe. Nicht nur in der Küche, sondern auch bei der Kindererziehung eröffnet Qigong neue Perspektiven. Das liebevolle Begleiten, das Kind wahrnehmen, so wie es ist, und auch mit die Talente und auch vielleicht mit Nicht-Talente, mit das auf die Welt kommt, nehmen, wie es ist. Und das stärken und in Form von lebendem Beispiel einfach mit Konflikten dann anders umgehen. Und da muss man nicht erziehen. Das Qigong mit Kindern läuft einfach so, dass sie sich spüren müssen. Die müssen sich spüren, die müssen ja so viel still sitzen. Das geht auch mit 6 Jahren in der Schule, da sind 5 Minuten Pause dazwischen und das war's, das sind 4 Stunden und sie spüren sie nicht. Ich habe gemerkt, dass es mir ganz besonders gut geht, wenn ich den Kindern auf gleicher Ebene begegne und sie nicht von oben herab behandle. Manchmal ist es vielleicht gut, dass man den Kindern eine Freundin ist und mit einer so von Herz zu Herz kommuniziert, ehe man sie immer maßregelt. Eine große Vision wäre ja, dass Qigong in Schulen einen Platz finden würde. Qigong, Achtsamkeit, Meditation, weil ich glaube, dass unsere Kinder das besser leben lassen würde. Gell? Und eine Notwendigkeit ist zu unserer Leistungsorientierung. Das Kind ruft nach Empathie. Und zwar ruft es nach 2 Dinge, von denen man weiß, dass sie das sogenannte Bindungshormon Oxytocin im Gehirn des Kindes freisetzt. Und diese 2 Dinge, die das Kind unbedingt braucht, seit Jahrhunderten bekannt, aber jetzt medizinisch untersucht, sind: es muss abgeschmust und es muss gestreichelt werden. Und wenn das der Fall ist, dann werden epigenetisch die Promotoren zum Beispiel des Cortisolrezeptors anders belegt. Also das Kind lernt Empathie in den ersten Lebensjahren. Und das ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen soll in den Kinderkrippen, im Kindergarten und natürlich in erster Linie in der Familie. Einer der wesentlichen Faktoren ist das Ausmaß an liebevoller Beschütztheit in der Entwicklung, das bestimmt, wie gut jemand später die Qualen des Lebens erträgt. Und das ist klar nachgewiesen. Ja? Und ein Kind, das eben keine solche Zuwendung kriegt, das in einer unbeschützten Umgebung oder in einer brutalen Umgebung aufwächst, das hat keine Widerstandskraft mehr. Was den Menschen unglaublich geholfen hat, ist: am Morgen, wenn ihr eure Lieben seht, sagt: wie kann ich euch helfen? Dreht es um, nicht immer: mir muss geholfen werden, mir geht so schlecht. Fragt sie mal: wie kann ich euch helfen? Das ist ein neuer Lebensmut, das ist eine Lebensaufgabe, und die Menschen gewaltig verändert hat. Nicht immer gesund gemacht, das ist ja klar, aber ihnen ein ganz anderes Leben vermitteln konnte. 98, 99. War ich sehr schwer krank, todkrank gewesen. Ich wollte eigentlich mit meinem Leben Schluss machen, habe schon ein paar Jahre lang nachgedacht, nach einer schweren Operation, nach einer Leistenbruchoperation, die sehr negativ ausgegangen ist, wo ich mir diesen Nervus inguinalis eingenäht habe, wo alles schiefgegangen ist. Bin ich zu 87 Ärzte gefahren. Und alle 87 Ärzte haben eigentlich nur Geld genommen. Und dann bin ich durch einen ehemaligen Judo-Freund, weil ich ja auch einmal Judo-Profi war, durch einen gewissen Reiter Patrick zum Gerhard Wenzel gekommen. Damals war es noch der Dr. Wenzel, der hat mich dorthin gebracht. Und der hat mich dann nach etlichen Sitzungen, das Ganze hat ein Jahr gedauert, einfach schmerzfrei gebracht und wieder zum Leben erweckt. Und wie dann die ganze Geschichte fertig war, und bin dann zum Gerhard gefahren. Und so: Gerhard, wie soll ich mich bedanken bei dir? Du hast meist mein Leben gerettet. Und sagt er: Thomas, machst du was Soziales? Und ich sage zu ihm: man weiß ja, wie er immer redet,
Sagt sie ihm, na, was soll ich tun, Gerd? Sagt er, das musst du selber wissen. Das sind viele Buben von der Straße, viele neureiche Buben, viele Buben, die kein Geld haben. Und die haue ich alle zusammen. Und weil ich ja selber der größte Bücher war, weiß ich, wie man mit Büchern umgeht. Und dadurch habe ich einen super Draht zu denen. Ich weiß, wie die ticken, ich weiß, was die brauchen. Und die ganzen Buben, die alle mit 4 bis 6 oder 8 Jahren zu mir gekommen sind, sind jetzt mittlerweile, das Ganze ist jetzt 15 Jahre her, 23, 24, 25. Der eine, der kämpft jetzt um Olympia. Mein eigener Sohn ist jetzt 6-mal Staatsmeister hintereinander geworden. Die sind alle jetzt schon in einem Alter, wo sie eben für Olympia sind, in der Weltklasse etabliert sind. Ich kann nur sagen, Leilen, ich habe selber erlebt. Ich bin ein Kind quasi von Wenzel oder wie man es auch will oder sagen oder hören will. Ich war ohne diesen Menschen nicht mehr im Leben. Und das versuche ich alles, was jetzt ist, wie die Kühe. Ich möchte vorausschicken, dass ich inzwischen weiß, dass also in jedem Menschen eine innere Schönheit angelegt ist. Das Qigong ist ein Stufenweg. Man steigt ein mit der Wahrnehmung, mit der Wahrnehmung seines eigenen Körpers. Und über die Körperwahrnehmung kommt man dann zu seinem emotionalen Bereich und so geht es dann fort. Und über diese nächste Ebene, die also das Herz streift oder ausleuchtet, kommt man zu einer Gewahrsamkeit und in der Folge dann zu einer Achtsamkeit. Und wenn diese Qualitäten entwickelt sind, dann ergibt sich automatisch, dass man nichts mehr tut, denkt, spricht, was anderen Menschen schaden könnte. Dann ist man auch in dieser Empathie ausgebildet. Und dann kann man je nach Konstitution oder mitgebrachten Möglichkeiten zum Friedensstifter werden, zum Lichtbringer, zum Heiler, zum freundlichen Nachbarn. Also der Sohn darf beim Großvater übernachten. Und da hört er Fürchterliches. Und in der Früh fragt er den Großvater, was war das, was ich heute noch gehört habe? Und der Großvater sagt, 2 Wölfe in meiner Brust, ein schwarzer und ein weißer. Und die kämpfen miteinander. Und dann fragt der Enkel, und wer gewinnt? Dann sagt der Großvater, der, den ich füttere. Wenn ich ständig das Böse nur überall sehe, dann wird es auch da sein. Und wenn ich nicht bereit bin, den weißen Wolf beginnen zu füttern, wird sich die Welt überhaupt nicht ändern.